Für GNTM Trixie ist alles vorbei, ihr wünscht sie den Sieg. Am vergangenen Donnerstag zerplatzte Trixie Gieses, 18, Traum vom Germany's Next Topmodel Sieg. In der 12. Folge hatte Modelmama Heidi Klum, 44, kein Foto für die Blonde bei Auti. Doch Missgunst oder Groll hegt das Nachwuchsmodel nicht gegen die Show oder ihre früheren Konkurrentinnen, ganz im Gegenteil. Fiebert immer noch mit den anderen Kandidatinnen mit und hat eine klare Favoritin. Im Promiflash-Interview verrät die Pariserin jetzt, dass sie in jeder ehemaligen Konkurrentin eine potenzielle Gewinnerin der Castingshow sieht. Größten Chancen, 2018 zu werden, hat laut der 18-Jährigen aber ein Laufstück Gial, die Stuttgarterin Toni, 18. Ich finde, ist ein sehr herzlicher Mensch, sie ist immer hilfsbereit. Wenn einen Raum betritt, merkt man wirklich, dass sie eine große Aura hat, erzählt über ihre ehemalige Kontrahentin aus dem Team von Michael Michalski, 51. Noch immer fühlt sich der Sendung sehr verbunden, sogar so sehr, dass das Nachwuchsmodel auch bei der TV-Ausstrahlung seiner Exit-Folge weinen musste. Ich musste wirklich nochmal mit den Tränen kämpfen, verriet die Katwalk-Schönheit auf Social Media ihren Fans.